Moin Leute, Kolas hier. Willkommen zurück zu Everspace 2. Wir müssen immer noch ein Gebiet erkunden, wo ich anscheinend noch nie war. Und ich bin mir nicht sicher, welches das ist. Ich dachte, ich wäre überall gewesen. Wir könnten jetzt erstmal zur Prescott-Sternbasis nochmal und dann müssen wir einmal dahin. Weil wie weit ist Avon Restzweck? Oder? Nee, er ist dahin. Erst Prescott-Sternbasis, dann alles andere. Aber das Spiel sieht echt unverschämt gut aus. Und es läuft viel zu gut. Muss man einfach sagen. Im Vergleich zum ersten Teil ist Everspace 2 10 von 10 besser. Willkommen zurück, Mr. Roslin. Wollen Sie sich die aktuellen Jobangebote ansehen? Warum nicht, Marianne? Ich kann immer ein paar extra Credits gebrauchen. Mit diesen Jobs können Sie Ihr Ansehen bei unserer Organisation verbessern. Erstmal gucken, ob wir jetzt hier noch Sachen verticken können. Aufladegeschwindigkeit ist irgendwie ganz nett, aber bringt halt an sich nicht so super viel. Zerlegen oder verkaufen? Den zerlege ich mal. Der ist besser. So, den rüste ich mal auf und den zerlege ich. Das kann weg. Das kann ich verkaufen. Flak ist leider deutlich schlechter. Das zerlege ich mal. Hab ich quasi. Schnellladeschild. Mehr Kapazität. Der kommt weg. Der kommt weg. Eine Coilgun. Zerlege ich, glaube ich, mal lieber. Normale Nachfrage, geringe Nachfrage. Das kann weg. Das kann weg. Hohe Nachfrage. Okay, dann sind wir hier doch schon mal wieder besser. Nehmen wir doch mal alle. Und
Und dann alles mal abdocken, wa? Eventuell habe ich ganz aus Versehen gerade geschossen. Aber ist nur auf einer Raumstation, sind sicher gerade nur ein paar hundert gestorben. Also. Kann passieren. Warte mal. Da mache ich mich erstmal hin. Eines der markierten Schiffe wird von der Zielperson gesteuert. Ich weiß. Ich muss auf Tuchfühlung gehen, um sie zu scannen. Mhm. Hi. Das ist nicht das Schiff, nach dem du suchst. Sind sie nicht? Nur 8,4. Wie weit bist du weg? Okay. Vorgang läuft. Übereinstimmung. Das ist das Ziel. Alle, die Kato mir auf den Hals gehetzt hat, haben es bereut. Vertrau mir, ich bin anders. Die DMC wird nicht trauern. Marianne, der Auftrag ist abgeschlossen. Freut mich, das zu hören, Mr. Roslin. Die Ocker sind auch gerade nur ein bisschen sauer geworden, ne? Bravo. Oh, hier sind ein paar mehr Elite, oder? Sender. Ja. Wo ist er? 54, 76, 80. Okay. Und weg. Tschüss. Ist ganz cool gemacht, dass man da nicht instant abhauen kann. Ne? Belohnung annehmen. Na, wo will ich denn jetzt hin? Eigentlich kann ich erst das dann noch machen, ne? Ne. Ah, wobei. Ist eigentlich egal. Da in die Richtung auf jeden Fall. Ist quasi um die Ecke.
Das ist die Basis, die du neutralisieren sollst. Ziel zerstört. Das kriegen wir hin. Ulti habe ich auch ready. Treibstofftanz. Marianne? Ich habe den Job erledigt. Ich werde die Überweisung sofort tätigen. Gucken wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Ich glaube, als erstes jetzt erstmal Elven Rest. Notsignal lasse ich jetzt mal Notsignal lassen. Frage ich mich gerade. Ja, wenn Orbit. Schützennarbe weich. Zack auf Grenzgebiet. War ich ja auch schon. Im P-Filter war ich eigentlich auch schon. Schmugglerroute war ich auch schon. Dann war ich doch eigentlich überall. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hä? Es gibt doch super viele, also es gibt doch viel mehr Regionen. Komisch. Was ist Ihr Anliegen? Ich bin nur hier, um mich über die Hangarvermietung zu informieren. Haben Sie einen Termin? Nicht wirklich. Ich dachte, das geht auch spontan. Die Coalition betreibt ein anständiges Geschäft. Wir wollen keinen Ärger, klar? Ach, die Coalition hat ja das Sagen, aber wollen keinen Ärger? Oh, das ist mal was Neues. Vielleicht sollte ich Alec mal fragen, was zwischen ihm und diesen Leuten vorgefallen ist. Ich stelle eine erhöhte Outlaw-Aktivität in dieser Region fest. Wir könnten in einen Überfall verwickelt werden, wenn wir hier andocken. Wo ist das Piepen? Irgendwo hier. Es wird leiser. Links. Rechts. Geht es nur mir so oder wird es hier draußen kälter? Es wird definitiv kälter. Wir sollten bald fertig werden und wieder reingehen.
Ach, da. Komme ich hier irgendwie raus? Ja, nee, ich muss einmal so. Da irgendwo? Hier? Ja, ah, da ist er. Oh, Mainframe-Komponente. Nett. Wie hast du uns gefunden? Ich habe fast 2 Dutzend Markierungen auf meiner Karte. Hier war eine davon. Oh, das ist nicht gut. Uma, die Störsender sind offline. Wir sitzen hier auf dem Präsentierteller. Ich bin dran, aber ich könnte etwas Hilfe brauchen, falls diese Mistkerle auftauchen. Ich bin sowas gewöhnt. Ich gebe dir Rückendeckung. Gut, mach dich fertig und komm mit. Wir haben nicht viel Zeit. Ah ja. Sie sind hier. Halt sie fern, während ich die Störsender repariere. Verstanden. Ich nehme an, die soll ich fernhalten, ne? Ja, sie suchen schon lange nach uns und werden die Gelegenheit jetzt nutzen. Nee, 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 du kriegst einen drauf. Sehr schön. Level up. Erledigt. Verdammt, da kommt noch eine Welle. Wollen an unsere Vorräte. Oh, jetzt ist ein Frachter dabei.
So, wir haben ein Level Up. Was haben wir denn hier? 20% erhöhte Waffenenergie für jede installierte Defini-Route. Das klingt irgendwie interessanter. Du hast uns da draußen den Arsch gerettet. Bezahl ihn gut, Tico. Er hat's verdient. Hier, reicht das für die Umstände? Das ist mehr als genug. Falls wir noch was tun können, wir haben die Störsender so eingestellt, dass sie dein Schiff ignorieren. Also komm ruhig jederzeit wieder. Lübt. So was? Nö, ne? Ja. Jetzt kommen wir eben noch zum Maddox. Also wiedergefunden. Hör zu, ich will nur reden. Wo ist Dax? Wo ist seine Leiche? Ich habe ihn bei der Rodia-Station begraben. Die Basis? Also weißt du... Nicht schießen, ich will dir was zeigen. Ich werde jetzt an meinen Gürtel greifen. Langsam. Sein Biochip, woher weiß ich, dass du ihn nicht dafür umgebracht hast? Wir sind zusammen geflohen. Ich habe ihm geholfen, die Basis zu reparieren, während er versucht hat, dich zu erreichen. Her damit! Du hast mich erwischt. Ich bin wohl nicht mehr so beweglich wie früher. Ja, ja, ganz sicher. Wie wär's, wenn ich jetzt die Fragen stelle? Wohin führt dieser Chip? Er hat es dir nicht gesagt? Dex hat gesagt, es wäre eine einmalige Gelegenheit. Und dieses Ding, was du hier zusammenschraubst, sagt mir ganz klar, dass es um eine Menge Viridium geht. Ganz ruhig. Hast du eine Ahnung, was die Ocker tun, wenn sie erfahren, dass wir auch nur über Viridium reden? Das ist strengstens verboten. Arbeiten wir jetzt zusammen oder nicht? Was machst du da? Naja, du wirkst wie ein anständiger Kerl. Komm nach oben und lass uns in Ruhe reden. Entweder zum schlechtesten oder zum besten Zeitpunkt gekommen. Da bin ich mir nicht sicher. Aber ich könnte gerade tatsächlich einen Verbündeten brauchen.
Die Ocker stehen praktisch schon vor meiner Tür. Und auch G&B scheinen mir langsam auf die Schliche zu kommen. Es sieht nicht gut aus. Trink einen Schluck. Der Pilot, der Dex erledigt hat, flog ein G&B-Schiff. Keine wirkliche Überraschung. Um ehrlich zu sein, sind gerade alle hinter mir her und die Situation hier verschlechtert sich rapide. Die Ocker sind ziemlich gereizt. Ja, ich weiß, und ich kann nicht starten. Wenn die Wind von meiner Ausrüstung bekommen, bin ich erledigt. Aber du bist ja nicht umsonst hier. Wie ist dein Plan? Mein Plan endet hier. Verdammt, ich hatte gehofft, du hast eine Idee. Mal ehrlich, dieses Viridium, ist es das wert? Oh ja, ich warte seit Jahren darauf. Eine Bohrung und wir haben ausgesorgt. Du musst also diesen Frachter hier rausbringen, ohne dass die Ocker es merken. Ich lass mir was einfallen, um dich rauszuschleusen. Du wirst einer der reichsten Männer der Galaxie sein. Du hast also Jahre damit verbracht, diesen Frachter zu bauen. Ja, während Dex auf der Basis war und Däumchen gedreht hat. Aber das war alles Teil des Plans, um das Team zu trennen, bis die Zeit reif war. Wer ist noch in deinem Team? Darüber brauchst du dir jetzt keine Sorgen zu machen. Wenn du mich nicht von dieser Station holst, ende die Geschichte eh hier. Ich sag's nur ungern, aber das wird nicht einfach. Du fliegst mit Viridium-Bohrtechnik. Die Ocker riechen sowas schon aus Lichtsekunden Entfernung. Du scheinst dich damit gut auszukennen. Hast du eine Idee, was man dagegen tun kann? Naja, die einzige Möglichkeit, die Ocker zu täuschen, wäre, die sensorischen Informationen des Frachters zu verschlüsseln. Optik, chemische Zusammensetzung. Es muss sogar nach billigem Stahl schmecken, wenn du dran leckst. Du brauchst sowas wie einen Materialverschlüsseler. Stimmt. Du weißt schon, dass es so eine Technik nicht gibt. Zumindest nicht hier draußen. Nicht ganz. Es gibt mindestens eine Person, die solche Dinge entwirft. Aber sowohl Kato als auch ich haben immer vermieden, mit ihm Geschäfte zu machen. Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Hey, du bist gut darin, Leute zu nerven. Du hast sogar mich dazu gebracht, mitzumachen. Dieser Typ hat eine Station nahe dem Eisplaneten Volta. Folge diesen Koordinaten und du findest sie. Ich hoffe, ich kann dir da vertrauen, Maddox. Wie ich schon sagte, es lohnt sich. Ich sehe schon, komm, machst die Hauptmission fertig und bekommst irgendwie einen Tausender oder so. Weg hier. Ah, hier. Unbekannte Region. Da steht sogar. Ich bin auch echt blind, ne? Alec, empfängst du mich? Ich war auf Avonrest. Was? Echt? Ich war überrascht, auf die Coalition zu treffen. Sie scheint dort jetzt das Sagen zu haben. War das nicht mal deine Gang? Damals, als sie noch eine Gang waren? Ja, sie haben sich verändert und sind Händler geworden. Ich hatte ein ernsthaftes Gespräch mit der Chefin der Coalition. Zumindest nannte sie es so. Und wir waren uns einig, dass meine Fähigkeiten woanders besser aufgehoben sind. Ihr habt euch also im Guten getrennt? Naja, sie hat lächelnd zum Abschied gewunken. Also würde ich sagen, ja. Alec ist halt auch komplett bescheuert. Teile meiner Verwandtschaft leben immer noch auf dieser Station. Gemeinsam mit ein paar sehr guten Leuten. Viele sind pleite, gestrandet und können nicht nach Hause. Hey, warum grüßt du sie nicht von mir? Das werde ich. Ich muss aber erst noch ein paar andere Sachen erledigen. Immer beschäftigt, dieser Mann. Das respektiere ich. Erstmal haben Sie die Zielposition erreicht, Mr. Roslin? Sehen Sie die markierten Schiffe? Ja. Okay. Ich melde mich, sobald ich hier fertig bin. Oder auch nicht. Ja, wobei, doch. Ich habe ein Jobangebot vom lokalen Kommunikationszentrum erhalten. Ja. Sie suchen nach einer besonnenen Person, die zur Erhaltung des Friedens in der demilitarisierten Zone beitragen kann. Klingt interessant. Wo ist das?
am Andockpunkt des Raumhafens von Damaris. Ja, danke. Hi, ist da das Kommunikationszentrum? Ich komme wegen des Jobs. Ach, gut, heute geht es hier drunter und drüber. Einen Moment bitte. In Ordnung. Dürfte ich bitte Ihre Referenzen und vor allem Ihr Portfolio sehen? Nein. Was? Sagen Sie nicht, Sie haben kein Portfolio. Ich muss sehen, ob Sie verständlich, unvoreingenommen und vor allem so diplomatisch wie möglich formulieren können. Wir können niemanden gebrauchen, der jeden kleinen Outlaw-Überfall zur Schlagzeile macht. Suchen Sie nicht jemanden, der zur Erhaltung des Friedens beitragen kann? Ach nein, bitte nicht noch so ein selbsternannter Ordnungshüter. Solche Hitzköpfe haben wir schon genug hier. Nur weil das ein ehemaliges Kriegsgebiet ist, heißt das nicht, dass hier jeder Selbstjustiz üben kann. Wir informieren die Leute darüber, was tatsächlich geschieht. Wir berichten über neue Vereinbarungen, warnen vor Sonnenstürmen und verhindern, dass dieses soziale Experiment namens Cluster 34 im Chaos versinkt. Und zu allem Übel erhalten wir jetzt auch noch Berichte von Okka, die willkürlich Konvois angreifen. Jetzt drehen langsam alle durch. Daher brauchen wir jemanden, der den Krieg mit Worten führen kann. Also eindeutig nicht Sie. Mag sein, aber ich könnte immerhin herausfinden, was es mit diesen Okka-Angriffen auf sich hat. Das wäre tatsächlich hilfreich. In Ordnung. Ich wurde gerade über einen weiteren Vorfall am Sito-Sprungtor informiert. Fangen Sie doch dort an. Bin schon dabei. Danke. Hey, von wem ist der Artikel über die Incidium-Abbaugrenzen? Die Zahlen sind alle völlig falsch. Ich sage es Ihnen, Cluster 34 ist dem Tode geweiht. Okay, neue Mission. Jetzt können wir erstmal abdocken und uns um das Schiff kümmern. Witzig nur, dass da irgendwie gerade irgendwas direkt neben mir quasi angegriffen wurde. Mal sehen. Übereinstimmung, komm halt schon. Ende der Fahnenstange, mein Freund. Fahrt, Sir! Damit sollte das erledigt sein. Die Angelegenheit ist geregelt. Auf Sie ist immer Verlass, Mr. Erstmal weg. Anschlag und tschüss. Hin. Achso, aber ich sehe gerade, ist schon wieder soweit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Rest der Woche und bis dann. Adios. Ciao.